Der Inhalt von Spalten kann auch über Skripte definiert werden. Damit können diese ihren Inhalt dynamisch neu berechnen. Wir haben uns nun ein Skript geschrieben, welches für ein Objekt alle eingehenden Links betrachtet und den Text der verlinkten Objekte zusammenfasst. Jetzt wollen wir uns ein Beispielprojekt mit einer Skriptspalte anschauen. Dieses Projekt nutzt einen Adapter, welcher die Ads der Anforderungen im Quelltext ermittelt, entsprechende Links und den Namen der Datei ausgibt. Wir haben die Spalte Links als Skriptspalte definiert und das Skript ausgewählt. Hier sieht man nun die Ausgabe. Die Links wurden aufgelöst und der Inhalt entsprechend dem Skript eingetragen. Man könnte nun auch Links löschen und die Spalte würde sich daraufhin ändern.